Ja, hallo, hier sind wieder die Sons of Libertas. Wir haben heute hier das Vergnügen, zwei ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten, Xavier Naidoo. Erstmal herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Xavier Naidoo ist unter anderem Gründungsmitglied der Söhne Mannheims und meiner Meinung nach einer der bekanntesten Soul- und R&B-Sänger Deutschlands. Und mit Oliver Janich. Ja, Oliver Janich, Autor. Auch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Autor vom Kapitalismuskomplott und die Vereinigten Staaten von Europa. Ja, Wirtschaftsjournalist. Du hast ein neues Lied veröffentlicht, Die Wahrheit. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, so ein Lied zu machen? Ach, die Songs hatten wir, so ohne die Strophen, hatten wir den Song schon eine Woche vorher gemacht in so einer Session. Der Andreas Bayliss, ein Gitarrist von den Söhnen, und der Billy Davis, der DJ von den Söhnen. Und wir haben einfach ein paar Tage wieder Musik gemacht zusammen und hatten auch mal wieder solche Texte. Und als dieser Artikel da, der im Spiegel Online dann stand, zum Andreas vorgedrungen ist, hat er gesagt, ey, wir haben doch genau den richtigen Song, den hatte ich schon wieder vergessen. Die Wahrheit ist dann, der ganze Refrain, der war eben schon da. Und dann habe ich gemeint, ja stimmt, da könnte man eigentlich theoretisch so eine Antwort draus machen. Dann haben wir eben, dann habe ich die Strophen halt in der Stunde da geschrieben, in der wir den Song da eben aufgenommen haben, fertig gemacht haben. Dann tatsächlich eben als gezielte Antwort auf die ganze Situation. War ja auch schon ein paar Tage später, war schon ein bisschen Luft raus auch. Aber auch immer noch genug Luft drin auf jeden Fall. Ja. ich zitiere mal kurz ein paar Sachen aus dem Lied, beziehungsweise ich erwähne sie. Da sagst du unter anderem, alle Staatsformen haben ausgedient, sind nur ein Käfig für die Freiheit. Erwähnst auch noch Joachim Gauck. Und Angela Merkel unter ihrem alten, glaube ich, Mädchennamen. Ja. Das ist ja schon relativ gesellschaftskritisch, sage ich mal. Und du begibst dich da auch auf einen Terrain, was man bisher nicht von dir kannte. Wenn man nicht genauer hingehört hat. Aber wenn man jetzt meine Alben kennt, dann hat man schon härtere Töne gehört sogar. Mhm. Ja. Das ist aus unserer Sicht sehr, sehr libertär und freiheitlich. Das gefällt uns natürlich sehr gut. wie kamst du denn dazu? Naja, ich sag mal so, natürlich, ich muss ein bisschen vorgreifen der ganzen Sache. Meine Eltern kommen aus Südafrika. Das heißt, meine Eltern waren in meiner Kindheit vor dem Auslandsjournal gesessen, Tagesthemen, Tagesschau, all diese Sendungen haben meine Eltern verschlungen, weil vielleicht war was über Südafrika dabei. Und in Südafrika war die Situation meistens so, dass wenn Dinge passiert sind, haben tatsächlich oft auch südafrikanische Familie von uns an, unsere Familie in Deutschland bei uns angerufen, um zu erfahren, um ein ganzes Bild davon zu bekommen, weil die tatsächlich, je heller deine Hautfarbe war, in einem anderen Stadtteil hast du gelebt und dann war die mediale Abschottung der Dinge eben auch so, dass du von manchen Dingen, die in Ghettos stattgefunden haben, gar nichts gehört hast. Das heißt, ich war sehr sensibel für was außerhalb von Deutschland passiert, dass in Südafrika ein Apartheid-System an der Macht ist und habe das eben mit 7 Jahren schon am eigenen Leib erfahren, nämlich dass ich von Kapstadt aus, von da, wo meine Familie eben auch lebt, oder Teil meiner Familie, an den schönsten Stränden vorbei, bis du an Strände kommst, die für Schwarze und Dunkelhäutige zugelassen waren. Das heißt, in deinem Kopf, du kommst irgendwie, bist gerade eingeschult worden und kommst aus einem Land, Deutschland, da hast du all diese Dinge noch nie gehört. Da waren dann Aufzüge nur für Weiße, alle hier nur für Weiße. Und meine Mutter war schon kurz davor, immer zu sagen, ja Moment, wir sind ja Deutsch, wir haben deutschen Pass. Weil die hat sich so schon wieder aufgeregt, weil die ist ja damit groß geworden auch. Und war kurz davor, das eigentlich nicht zu machen, ne? Und sich dann mit der ganzen Sache da anzulegen. Und das wäre, also all diese Erlebnisse, um das mal abzukürzen, haben dazu beigetragen, dass ich ein sehr wacher Mensch wurde. In sehr frühen Jahren. Ich hatte auch gewisse Erfahrungen, auch in Südafrika, die dazu geführt haben, dass ich mal reingeschnuppert hat, wie das ist, wenn man als Kind in die Hände eines Pädophilen gerät und eigentlich in ein paar Minuten erwachsen wird und denkt, okay, wie komme ich hier lebend raus? Scheiße. Das ist die Situation, vor der dich immer die Eltern gewarnt haben. Ne? Dann passiert was, dann steckt er dir die Zunge in den Hals, langt er an die Klöten und schon sind lauter Sachen passiert, die du noch nie erlebt hast mit einem erwachsenen Menschen und du weißt, okay, hier läuft gerade was richtig schief und falsch und ich bin aber da rausgekommen und habe dann eben nochmal ein ganz anderes Weltbild gehabt. Ja.
Und all diese Dinge, dann bin ich Katholik, also das heißt, ich komme aus der katholischen Kirche, bin auch aus irgendwann aus dem Wahnsinn aufgewacht, habe also auch verstanden, dass die katholische Kirche ein unglaubliches Lügenkonstrukt um die Gläubigen gebaut hat und auch diese, aus dieser Glaubensenergie sich auch irgendwie ernährt, ne? Und nicht nur die Kohle da rauszieht, sondern da ist noch, da steckt noch viel mehr dahinter. Und habe mich eben auch davon befreit und dann so langsam verstanden, dass auch da wieder in Mannheim gibt es natürlich Besatzung. Also da hast du die amerikanische Besatzung direkt vor der Haustür immer gehabt. Wir hatten sehr viele Freunde, die eben auch dunkelhäutig waren. Sonst gab es ja nicht so viel Dunkelhäutige, als ich groß wurde. Und dadurch, dass wir in den amerikanischen Kirchengemeinden dabei waren ab und zu und manche Feste mitgefeiert haben, haben wir eben auch Freunde gehabt, die halt Soldaten waren. Und so, irgendwann hast du kapiert, ja Moment, das sind natürlich Soldaten, dieses Richt. Das hast du früher gar nicht zusammengekriegt. Du konntest in der PX dir einkaufen lassen, hast Peanut Butter gehabt, die ganzen Annehmlichkeiten, die die Amis sozusagen hatten, hattest du irgendwie mit, weil du hattest Freunde, die da waren. Und hast erst langsam später verstanden, dass das ja alles Teil eines Riesen, ja, die Atombomben in Ramstein, das ist eigentlich die gleiche Macht. Ne? Und du hattest das NATO-Hauptquartier lange Zeit in Heidelberg. Also während ich erwachsen wurde, habe ich immer mehr kapiert, wow, da ist ja wirklich, irgendwas ist hier im Gange, was uns irgendwie keiner sagt. Mir hat ja auch keiner gesagt, was in der Bibel richtig steht. Ja, ich bin Katholik, aber trotzdem hat mir das, was ich da gelesen habe, dann später mal, in späteren Jahren, 92, 93, das waren so die Jahre, da habe ich dann gedacht, Moment, das kann doch nicht wahr sein. Was hier steht, ist ja komplett konträr zu dem, was die katholische Kirche lebt. Und so langsam habe ich dann mich mit meiner Mutter anlegen müssen, weil die natürlich katholisch, mein Vater war schon, lag schon mehr oder weniger im Sterben, aber meine Mutter hatte die größten Probleme, ihren Sohn da abdriften zu sehen. Hat gedacht, ich bin gottlos, ich bin ja sozusagen, ja, ich schaufel mir mein eigenes Grab vor den Augen des Herrn sozusagen. Und da haben wir ganz lange Kämpfe ausgetragen, bis sie da verstanden hat, wo ich eigentlich herkomme, ja, was, dass ich nicht Gott verfluche, sondern tatsächlich das, was daraus gemacht wurde. Und irgendwann habe ich die Musik eben auch erkannt als Mittel, um Dampf abzulassen, aber eben auch um vielleicht mit schönen Melodien, schön gesungen, aber doch vielleicht die eine oder andere Botschaft, die aufrüttelt, da reinzupacken. Ja. Und das war dann schon, das war immer mein Konzept. Also ich liebe Balladen, ich liebe einfach ganz schöne romantische Lieder, wo es um Liebe geht, aber ich liebe es auch, das gleiche Konzept anzuwenden und dann aber irgendwas reinzuhauen, wo es dir die Schuhe auszieht oder wo du tatsächlich beleidigend wirst. Ja, es ist dann Kunst, das muss man immer wieder sehen. Wenn ich Frau Merkel oder Herrn Gauck jetzt persönlich begegnen würde, würde ich natürlich ganz so freundlich sein, wie ich kann, aber trotzdem würden wir natürlich unsere Diskussion haben können, aber ich wäre niemals unfreundlich. Aber in der Kunst brauche ich dieses Element, um tatsächlich Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, und meinen Punkt zu machen und um den Leuten klarzumachen, okay, ich habe keine Angst. Das ist auch immer wichtig, dass die Leute merken, okay, derjenige hat keine Angst, der ist bereit, seine Meinung zu sagen, der ist bereit, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Das denken ja immer viele. Und dazu bin ich auch bereit, weil sonst habe ich keine Lust, dieses Leben so zu leben. Du hast ja in deinem letzten Lied Oliver Janis Buch erwähnt, das neueste. Was ist danach bei dir passiert, als das quasi, als da die Bombe geplatzt ist? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass auf einmal Xavier dein Buch erwähnt? Danach ist jetzt nicht so viel passiert, ja, außer natürlich, dass mich Leute angerufen haben wie ihr, ja, und ein Interview mit ihm wollten. aber wie es dazu kam, war ganz interessant. Ich kann das jetzt nicht in allen Einzelheiten erzählen, aber es hat irgendwie vom Timing her gepasst, weil, also ich war mit jemandem schon dann auf längere Zeit auf Facebook befreundet und der kam ein paar Wochen vorher zu mir und sagt, er will uns unbedingt mal zusammenbringen, weil der deine Texte genauer kannte als ich. Also ich kannte dich einfach so, wie sich jeder kennt. Ja. Also ich höre sehr gern Musik, aber vertiefe mich nicht immer in die Sätze, in die Texte rein. Er hat gesagt, du musst unbedingt, ich muss euch zusammenbringen, der versteht das sofort, was du schreibst. Ja. Und ja, habe ich mir ein paar Texte dann auch angeschaut, ja, das passt eigentlich. Ja. Und der hat mir dann an einem Tag, wo ich komischerweise, ja, wenn wir bei der Bibel sind, also ich habe in einem Buch eine These gelesen, die mit Bibelzitaten belegt war.
Und am nächsten Tag hat mich jemand zu einem Bibelkreis eingeladen, wo ich noch nie war. Ja? Und ich dachte, das passt irgendwie. Ja? Und an diesem selben Tag hat mir der Freund, also der Facebook-Freund, eine Adresse geschickt, wo er gesagt hat, wenn du da das Buch schickst, dann kommt das auch an bei dir auf dem Schreibtisch. Und dann, das ist komisch, ja, und dann hat das gepasst, weil ich war dann in diesem Bibelkreis, dann hat dort wiederum jemand etwas vorgelesen, was auch in dem Buch stand, ganz komisch, dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt genau das richtige Timing, und erinnerst sich im Anschreiben, habe ich dann geschrieben, ja, also dieses Gebot der Nächstenliebe, das ist eigentlich nur in einer staatenlosen Gesellschaft verwirklicht, ich weiß gar nicht, ob ich das angetriggert habe. Genau, das hast du ja, nee, das hast du ja, das fand ich, okay, heute schreib bitte. Ja. Hat also alles eine sehr große Synchronizität war da am Werk. Und genau. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann war seine Telefonnummer gleich dabei. Dann habe ich sofort, als ich das Buch bekam, habe ich angerufen, dann hat das Telefon bei ihm geklingelt. Und dann und so Synchronizitäten, ne? Ihr versteht, was wir meinen. Und dann habe ich gedacht, naja, der ist sofort ans Telefon gegangen. Ja, das hast du auch gesehen. Den Teil lass du mich erzählen. Ja. Also der Hammer war ja dann, also ich habe es ihm an einem Tag geschickt und am nächsten Tag ruft er an und hier ist der Xavier Naidoo, dein Buch liegt gerade vor mir, ich kenne dich natürlich. Ja. Und mir wäre beinahe der Hörer aus der Hand gefallen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe versucht, den Rest des Gesprächs cool zu bleiben. Ja, ja, ganz normal, ja, logisch, ja, Xavier ruft an. Und hat auch, was ich beeindruckend fand, also bevor du ja das Buch gelesen hast, schon gesagt, du, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst und so, gleich angeboten. Da habe ich aber gesagt, du liest dir das Buch erstmal durch. Ja? Mhm. Nicht, dass du dann sagst, das ist ja alles totaler Quatsch und du sagst schon Hilfe zu. Und ja, man hat gesagt, du musst es, weißt du noch, wie ich drauf gedrungen habe, es zu lesen, ja, ja, nicht nur so allgemein. Ja, und dann, ich habe übrigens die ganze Zeit versucht rauszuhören in einem Gespräch, ob du es wirklich bist. Aber dann währenddessen hat es bei mir gerattert, habe ich gesagt, okay, ich schicke ihm das Buch und meine Nummer, wer sollte mich denn gleichzeitig damit verarschen? Ja? Und gut, und ja, dann hast du es gelesen und offensichtlich gut gefunden. Ich finde, damit kann ich schon arbeiten, sagen wir es mal so. Ich bin natürlich auch bereit, noch weiter zu gehen oder mich mit anderen Menschen einer Lösungsfindung hinzugeben oder wie auch immer. Ja. Aber im Moment finde ich das eine sehr gute eine Zwischenlösung auf jeden Fall. Ja, ein Angebot an alle Parteien, dass Dinge zu verwirklichen, die so jetzt im Moment nicht zu verwirklichen sind. Ja, der Vorteil am Libertarismus ist ja, dass jeder sein Gesellschaftsmodell durchziehen kann, ohne dass du darfst halt nur niemanden zwingen dazu. Ja. Das ist ja unsere Diskussionen immer, ihr kennt das ja, mit Sozialisten. Wir sagen immer, ja, auch Sozialisten, ihr könnt ja eine sozialistische Kommune aufmachen, wenn euch das taugt. Aber meistens kriegt man dann die Widerworte und ja, die können dann eigentlich nicht mehr argumentieren und schimpfen dann nur noch. Also das ist eigentlich das Modell, ohne Herrschaft, jeder kann das verwirklichen, was er will. Und deswegen ist das, wie du sagst, das ist eigentlich das ultimative Angebot, das durchzusetzen oder das umzusetzen, was man selber will. Gut, es geht natürlich für manche nicht, die Kontrolle über die gesamte Gesellschaft haben wollen und alle Individuen. Ja. Für die reicht das natürlich nicht. Genau. Genau. Gehen wir mal ein bisschen weiter in die Materie. Du hast vorhin schon kurz die Medien erwähnt und auch den Artikel von Georg Dietz. Was hältst du an sich von den Medien und ich würde es jetzt nicht Mainstream-Medien sagen, aber sagen wir mal die normalen Zeitungen und die Fernsehsender. Du hast da ja eine Menge Erfahrung auch wahrscheinlich mit gesammelt. Wie würdest du das so beschreiben? Ach, ich finde, wenn man die Möglichkeiten, die die modernen Medien oder ein Sender wie ZDF, ARD, wie sie alle heißen, wenn man die richtig nutzen würde, dann ist das ja ein Traum. Im Moment ist es aber so, dass ich natürlich, und das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn wir bei The Voice oder bei anderen, wo ich bei anderen Sachen teilhaben konnte, da konnte ich immer ein Element mit reinbringen, dass die nicht in ihre Konzepte schreiben können, nämlich Respekt und Liebe. Ja? Und das bringe ich automatisch mit rein, weil ich einfach denke, dass es für alle schöner ist, wenn alle respektiert werden, auch der Kleinste im Team. Ja? Und diese Stimmung in dem Studio zu verbreiten, weit bevor irgendwas ausgestrahlt wird und sage ich mal, daran zu arbeiten, dass sich alle gut fühlen, das wird auf jeden Fall sich niederschlagen in dem Ergebnis. Ja. Ich rede jetzt aber nicht von natürlich Quoten oder so, sondern einfach in dem, dass man da gute Dinge zustande bringt, gerade wenn es eben um Musik geht. Ja. Da muss ja auch irgendwie
wir müssen ja da überzeugend sein. Ja? Ich kann ja nicht bei irgendeiner Show mitmachen, wo ich im Vorfeld schon weiß, ja gut, die werden sowieso alle mit Füßen treten danach wieder, die da mitmachen. Natürlich habe ich jetzt verstanden, dass die Sender oder die Formate sich nicht um die Künstler kümmern können. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie das nicht wollen, sondern weil es einfach, dafür ist kein Platz. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Ich habe einfach verstanden, dass diese ganze Medienwelt doch immer noch von Menschen gemacht wird. Ja? Also man kann bei jedem Sender immer wieder Menschen finden, die bereit sind, etwas zu machen, was der Sender normalerweise nicht machen würde. Einfach weil die Konstellation stimmt, weil auch jetzt für viele Sender natürlich auch irgendwie Quoten wegbrechen. Ja? Die sind nicht mehr so erfolgreich. Auch die erfolgreichsten haben Probleme im Moment. Aber ansonsten habe ich natürlich eine sehr kritische Meinung. Ich bin ein wahrheitssuchender Mensch und ich finde in den öffentlich-rechtlichen Medien die Wahrheit viel zu wenig repräsentiert. Viel zu viel Kriegstreiberei, viel zu viel Klima-Lügen-Wahnsinn. Ja, also Angst im Allgemeinen. Genau, Angst. Also, ja, also dieses, Angst, ja. Das gefällt mir nicht. Da könnte man ganz, man kann ganz anderes Fernsehen machen. Man könnte tatsächlich ein Fernsehen machen, wo man von den guten Dingen berichtet, die laufen. Aber man will einfach was anderes abbilden in den Medien. Und das habe ich verstanden, das ist auch okay. Deswegen mache ich den Einzelnen, wie jetzt einem Georg Dietz oder wem auch immer, da keinen Vorwurf. Weil ich glaube einfach, dass wenn jemand wie ich gewisse Dinge verlauten lässt, dann werden die getriggert, gewisse Mechanismen werden getriggert. Irgendeiner muss jetzt dafür sorgen, dass dem Typ keiner mehr zuhört. Mhm. Zumindest nicht offen, ohne irgendeine Eintrübung. Naja, der ist ja ein bisschen wahnsinnig oder der ist ja ein Gläubiger, der ist ja ein fanatischer, wie sagt man, wie nennt man die Leute? Fanatiker. Ja, nee, aber die haben Glaubensfanatiker, nee, wie heißen sie denn? Religiöser Fanatiker. Ja, dabei habe ich ja mit Religion gar nichts zu tun. Mit Religion gar nichts zu tun. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Musik. Ich will jetzt explizit auf den Hidden Track eingehen. Da schmunzelst du schon. Und Goldwagen, weil das für mich so, wo du es halt wirklich mal direkt raushaust. Du hast zwar früher auch viel mit Symbolik gearbeitet und so, aber da gehst du halt wirklich die Leute direkt an. Wie war die Resonanz der Medien von dem Hidden Track, sage ich jetzt mal? Da wurde dann ja ausgepackt, dass du homophobe Äußerungen gehabt hättest, so was ja, wenn man sich mal anguckt, einfach nur von der Kernthese des Liedes ablenkt. Wie war da deine Erlebnis? Also, als ich den Song gemacht habe, das war schon weit bevor das Xamasch-Projekt überhaupt spruchreif wieder war. Wir haben das ja schon 10 Jahre machen wollen, aber den Song hatte ich schon länger. Ich wusste, den Song werde ich nehmen, um genau das zu tun, was dann passiert ist. Irgendwann rausbringen, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Hoffentlich medienwirksam. Und da habe ich natürlich eine Wortwahl mir da ausgesucht, die logischerweise heftig sein musste. Mhm. Ja, weil ansonsten das Thema wie immer einfach zu dunkel, zu abgründig ist und nicht an die Oberfläche gespült wird. Und wenn, dann geht es immer nur um Internetpornografie. Ne? Aber davon rede ich ja nicht. Und, also ich hatte Augenzeugenberichte und auch ein paar YouTube-Videos, wo ich mittlerweile sogar jetzt gerade vor ein paar Tagen in Belgien mit Piet Eekman gesprochen hat, der 2 dieser Dutroux-Videos auch gemacht hat. Und da habe ich natürlich gewusst, ich brauche den Skandal eigentlich, um die Medien überhaupt, ich wusste natürlich, wie das dann ablaufen wird, dass man mir dann doch so einen Strick draus ziehen konnte. Das war schon krass. Ja, relativ, also das war schon, ja, es ist dann untergegangen, aber also der wahre Hintergrund ist untergegangen, weil dieses Homophobe einfach alles überstrahlt hat. Man muss aber dazu wissen, dass ich eben jahrelang Türsteher war von schwulen Partys, dass ich... Es hilft einem alles nichts. Nee, ich sag es nur, hilft also einem auch nichts, dass man farbig ist. Nee, aber nur für mich, weißt du, so, nur für mich und so mein, ja, Umfeld, klar. Die wissen halt alle, okay, wie homophob, der Xaver, ja, der Rino, der bei den ich ja bei den, der auch aus Mannheim kommt, der sehr schwul ist und einer meiner besten Freunde ist eigentlich, also der hat auch sehr gelacht, mich natürlich ständig aufgezogen, ja, als Schwulen, also in der Zeit dann, ja, genau, kann ich überhaupt reinkommen und so. Die haben uns natürlich auch jetzt gerade über diese rechte Sache auch natürlich
macht man sich dann besonders lustig im Privaten oder in dem Umfeld. Dann haben die mir so Struwwel-Hitler-Bücher jetzt geschenkt und so lauter so Hitler-Zeug kriege ich jetzt geschenkt von meinen Leuten. Und also wir gehen da sehr, sehr mit sehr viel Humor drum. Also ich habe ja auch alle da, ich habe ja auch alle vorgewarnt. Ich habe ja gewusst, dass das passieren wird an dem Tag schon. Habe ich gewusst, wo das hinlaufen wird. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es so passiert, aber dass ich eben wusste, dass man, um, sage ich mal, diese Decke zu durchstoßen, eben mit sowas arbeiten muss. Ich habe den homophoben Charakter nicht rausgesehen. Für mich ist jemand, der Kinder schändet, nicht automatisch schwul. Das ist für mich, das ist nicht das Gleiche für mich. Ja, für mich ich war in den Händen eines pädophilen Mannes und für mich war der nicht schwul, der ist pädophil. Ja. Der will was von Kindern, denn sein Trieb zieht ihn zu Kindern hin. Deswegen war für mich beim Schreiben einfach, habe ich ganz andere Aspekte da gesehen, ja, dass eben ich eine Sprache benutze, die die Leute so freundlich noch nicht gehört haben. Das war für mich sozusagen das krasse Element. Aber nicht, dass man mir jetzt dann den homophoben Strick daraus dreht. Ja, das Interessante bei dem Thema ist ja, da geht's ja vor allem um die Eliten. Ja? Und das sieht man ja an dem Fall Dutroux. Mhm. Da sind mittlerweile 27 Zeugen verstorben. Mhm. Und das Interessante dabei ist, kein einziger von diesen Fällen wird aufgeklärt. Und die sind ja an ganz verschiedenen Orten gestorben. Das heißt, die Kontrolle, die muss schon sehr groß sein, wenn kein Polizeipräsidium und kein Staatsanwalt, kein Örtlicher da irgendetwas aufklärt. Das heißt, da musst du ganz oben ansetzen, wenn du die Täter suchst. Und wenn man solche Dinge anspricht, dann ist klar, dann wirst du in eine Ecke gestellt. Und in welcher Ecke wird man gestellt in Deutschland, damit du raus bist in die Rechte. Ja, was bei ihm ja das Lächerlichste überhaupt ist. Die haben es auch mal mit mir, also mit mir versuchen sie es übrigens, wenn ich dann mit einem anderen rede, der dann als zu Unrecht als rechts bezeichnet wird, dann bin ich dann auch schon rechts. Mhm. Ja, also das ist einfach... Ein Versuch. Also mal rechts reicht ja nicht mehr, es muss ja jetzt schon Neurechts sein. Neurechts, ja, Neurechts, das ist genau. Wie Neuland, Internet, Neurechts. Also es, und das zeigt eben, und das fand ich so gut, da warst du vorher mit dem Thema, mit dem zweiten Thema beim Spiegel, ja. Er hatte mir das schon erzählt am Telefon, dass er diese Verfassungsfrage ansprechen will. Ich sage, mach das nicht, nee, die steckt mich ins rechte Eck. Und ja, mich ins rechte Eck, so ein Quatsch, ich kämpfe gegen rechts, farbig und so weiter. Sag, die werden es machen. Und jetzt gerade fällt mir ein, ich habe ihm dann eine SMS geschickt, die hast ja du dann gar nicht gekriegt. Genau. Da habe ich ihm dann geschickt, ich habe es dir doch gesagt. Ja? Und dann ruft er mich am nächsten Tag an, ohne die SMS gekriegt zu haben. Und er, hast du es gesehen, das ist doch super. Weil damit diese Themen in die Öffentlichkeit kommen. Weil da wurde auch das Pädophilie-Thema angesprochen von dem Dietz. Ja? Also der klassische Streisand-Effekt, um das vielleicht mal kurz zu erklären, bei der Barbara Streisand, die hat geklagt dagegen, dass ihr Haus auf Google zu sehen ist. Und daraufhin haben sie alle auf Google gesucht. Und das ist genau dieser Effekt, der uns sehr helfen kann, wenn man so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, also du lässt dir gar nichts sagen. Ja? Und wenn man so hart im Nehmen ist und sagt, kommt nur her, dann hast du die Chance, wenn du nicht einknickst, dass du diesen Effekt nutzt. Je mehr die auf dich einprügeln, desto mehr sehen die Leute, das stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Ja, aber wenn ich ihn zum Beispiel ins rechte Eck, dann sagt sich jeder, ja, blöder geht's ja. Sogar der Lanz hat gesagt, ja, was ist denn das? Ja? Hat aber ganz schnell abgelenkt, dann, ja? aber immerhin. Das heißt, das gilt meiner Meinung nach für die ganze Wahrheitsbewegung, keine Angst haben. Genau. Ja? Und wenn ich dann... Das ist ja, hatten wir auch dann in der Partei, wo ich mal Vorsitzender war, ja, dass die Angst hatten vor meinem investigativen Journalismus. Ja, wenn wir davor Angst haben, dann brauche ich ja nicht für Veränderungen antreten. Mhm. Ja? Also wir haben es ja mit mächtigen Gegenspielern zu tun, wobei wir nicht so ohnmächtig sind, da haben wir uns vorher schon unterhalten, wie wir glauben. Ja? Aber da musst du schon Mut besitzen, um kämpfen zu können. Ja, viele, was heißt viele, ist vielleicht übertrieben, einige in der, sagen wir mal, libertären Szene, wenn man das so sagen kann, würden eher immer sagen, haltet euch von diesen Wahrheitssuchenden fern. Mhm. Wie könntet ihr das, sagen wir mal, wie können wir das besser machen oder könnten wir das nutzen oder bringt uns das überhaupt was? Also ich glaube, wenn man jetzt dem Meinungsfreiheitsprinzip folgend sich dazu äußert, ey, ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe mir den Sarrazin gerne angehört, einfach weil es eine Meinung eines Deutschen, ne wirklich, eine Meinung eines Deutschen war und ich freue mich immer, eine echte, ungefilterte Meinung zu hören von jemandem. Mhm. Ja, einfach, was ist sein Eindruck? Der ist doppelt so alt wie ich,
der hat auch sein Recht, der kommt aus der Bank, im Gottes Willen, ich mag den eigentlich gar nicht so für das, was er bisher gemacht hat, ist nicht mein Mann. Aber jemand, der die Eier hat, das zu sagen, von dem er weiß, die werden auf mich einprügeln. Geil, das freut mich, immer. Obwohl es gerade oft auch bei so Leuten wie Sarrazin ist, wenn man dann sagen würde, die sagen 80-90% tatsächlich reale Sachen und 10% waren ja völliger Unfug auch in seinem Buch, was er da beschrieben hat. Aber ist eine Meinung. Das klar, nein, kann er ja. Kann und es kann ja auch wieder was anderes lostreten. Auf einmal spricht die Gesellschaft über Dinge, die sie ansonsten nicht, wo sie sich, da schwimme ich gegen den Strom. Das brauchen wir noch. Wir brauchen ja Ideen. Deswegen ist Kunst ja auch, soll ja anregend sein, kann verstörend sein, kann dich, weißt du, kann dich bedrücken, aber es darf dich nicht kalt lassen. Und diese ganzen Mechanismen, die dazu neigen, die Meinungsfreiheit irgendwie auszuradieren und Leute, die ihre Meinung tatsächlich mal sagen, in irgendeine Ecke zu stellen, ja, dann sieht doch jeder, da stimmt doch was nicht. Genauso wie ich in den 80ern, als sie gesagt haben, in diesen komischen Drogenwarnfilmen so, das einmalige, das weiß, habe ich wirklich mal gehört, einmaliger Konsum von Haschisch würde abhängig machen. Es war wirklich in dieser... Ja, meinen die Crack oder... Und da wird man doch sowieso schon hellhörig. Da weiß man, die lügen doch. Nein, die lügen nicht. Du hast kurz vorhin beide die Montagsdemos angesprochen. Warst du tatsächlich mal auf einer Montagsdemo? Oder, ich war noch nie auf einer Demo, überhaupt noch nie, sowieso noch nicht. Hatte sich bei deinem Auftritt da eher um eine Reihe gehandelt, die sich Straßenunterhaltungsdienst nennt. Ganz genau. Könntest du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, der Straßenunterhaltungsdienst ist ins Leben gerufen worden, glaube ich, 2008 oder 2007. Da haben wir geprobt für das MTV Unplugged. Und immer nach den Proben mit der Band habe ich die Sänger, um sie auf die harte Situation, die sich möglicherweise ergeben könnte aus so einem Unplugged-Marathon. Ja, da passieren immer Dinge, die man nicht eingeplant hat. Habe ich gesagt, so jetzt, wir singen unser ganzes Zeug nochmal ohne Gesang irgendwo auf der Straße jetzt. Ja, so. Und dann sind wir an Raststätten, haben wir gesungen, an Bahnhöfen, wo die Leute dann gedacht haben, wir sind so Lookalikes von den Söhnen, weil die gedacht haben, was sind die Söhne? Um 23:15 sind die am Heidelberg am Bahnhof oder in der Fußgängerzone und so. Und da habe ich gemerkt, das ist eine ziemliche Waffe. Erstens mal ist es spontan, keiner weiß was, du erreichst Leute, die vielleicht auch gar keinen Bock haben auf dich. Du bist unmittelbar in das, ich meine, das wird ja jeder Straßenmusiker sagen, es ist einfach, da ist kein Puffer dazwischen, die Leute können immer so einen Kopf werfen, wenn sie Bock haben. Und da habe ich auch entdeckt, was da für eine Kraft eben drin ruht in diesen Mobilen. Da habe ich das ein bisschen aufgebaut, dann haben wir uns einen ersten LKW geholt mit so einer Ladefläche, mit Plane hinten drauf, konnten wir aufschlagen, hatten eine stärkere Anlage dabei, konnten auch mehr Leute beschallen. Und so langsam dämmert es dir dann. Dann haben wir mal 3 Monate in Coburg zugebracht mit unserem LKW und haben fast die ganze Region und Stadt eingenommen. Ja, wenn wir irgendwo gestanden haben, war das schon im Radio zu hören, wir stehen da und so. Dann haben wir gemerkt, okay, das ist ja echt eine Gewalt. Dann haben wir einmal ein Konzert angekündigt und haben gesagt, wir sind morgen um 5 Uhr am Parkplatz vom Saturn oder so. Dann war das so ein Chaos, dass wir selber nicht mehr an diesen Saturn, wir sind selber zu spät gekommen und konnten gar nicht mehr mit dem LKW dahin, weil so viele Autos schon, der Verkehr ist zusammengebrochen und so. Dann haben wir an einem, Gott sei Dank, einen Parkplatz, der nicht weit weg war, gefunden und haben dann uns dahin gestellt und dann sind die Leute dahin gewandert. Dann haben wir langsam gemerkt, ey, das ist ja echt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt von Mannheim nach Berlin marschieren, ja, in 3 Wochen und dann fangen wir mit 100 Leuten an und in Berlin kommt man mit 2 Millionen an oder so. Und jetzt gibt es sogar ein Feuerwerk, euch zu ehren. Ja. Und deswegen wusste ich immer, okay, wir proben das jetzt noch ein bisschen, wir üben, wir gehen immer erstmal zu den Bürgermeistern der Stadt, bringen also sozusagen die Polizei, das Ordnungsamt hinter uns. Ja. Den Staat, ja, aber das ist ja in der Gemeinde, auf der Gemeindeebene ein ganz angenehmes Ding. Ja. Alle kennen sich, da funktioniert ja auch Demokratie, dafür ist es ja erfunden worden, wo alle Beteiligten sich kennen. Und das macht dann Spaß. Die Bürgermeister, ein Anruf und alle wissen, der Neid ist hier, die machen hier, die wollen da Konzerte machen. Und das ist wirklich toll gewesen. Aber eben, zurück zum Straßenunterhaltungsdienst. Und irgendwann fahre ich halt einem echten Straßenunterhaltungsdienst her, der auch das eben ausgeschildert hatte auf dem LKW. Das ist doch unser Name. Das ist doch unser Ding. Und seitdem heißen wir auch Straßenunterhaltungsdienst. Und
sind auch jederzeit immer bereit, wenn alle versammelt sind, irgendwo uns hinzustellen. Feldwege, wir haben einen eigenen Generator, wir haben immer Strom, egal wo wir uns hinstellen. Und es macht natürlich Spaß, dann Leute zu bespielen, die gar nicht damit gerechnet haben, dass jetzt heute was passiert. Dann haben wir so ein paar Konzerte gemacht und da ist er halt einmal mitgegangen. Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass die Leute, die das sehen, denken. Ja, genau. Dann habe ich schon gedacht, wie Schröder in den Regen schlief. Genau. Das ist mir irgendwie unangenehm. Aber okay, es ist halt so, der ist jetzt da. Dann, normal wäre das eine Zeit gewesen, wo wir halt in Mannheim was gemacht hätten. Jetzt waren wir halt da, okay. Beim zweiten Mal wollte das keiner nochmal filmen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss es irgendwie wehtun. Jetzt muss ich irgendwas machen, was mir wehtut ein bisschen, ne? Und das Wetter war nicht so gut, sodass ich es fast an dem Tag gar nicht machen wollte, weil ich irgendwie gewusst habe, was daraus entstehen könnte. Ne? Dann haben die alle gesagt, naja, aber das wäre schon gut, du hast nicht mehr so viel Termin. Dann sage ich, okay, dann komm, scheiß drauf. Das Wetter wird schon halten, dann sind wir in die Stadt gefahren. Und ich konnte mir ungefähr vorstellen, es war freitags, wie gesagt, die Stadt wusste auch, dass wir irgendwo drehen, dass wir irgendwas machen werden. Die wussten natürlich auch nicht, um was es geht. Ich habe dann gesagt, wir machen ein Friedenskonzert. Das passt in die Zeit. Das heißt, es war extra für Vox. Das Ding, was so hochgekocht wurde im Spiegel, genau, war extra für Vox. Extra für den Harold, habe ich extra genial. Für den Harold gemacht, damit er uns mal wieder beobachten kann, wie mit dem LKW was macht. Dann ist auch beweisbar, dass es nicht die Montags-Demo war, sondern das wird man ja dann sehen. Hammer. Und daraus ist dann das Ganze. Der war dann natürlich ganz außer sich, dass das dann passiert ist. Ne? Ich sagte, du Harold, ist okay. Ich wusste ja, dass das passiert. Das ist schon okay. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas von mir kenne. Ihr beide seid ja quasi eine der wenigen, die den Libertarismus jetzt neu mit der Wahrheitsbewegung oder den Truthern, Verschwörungstheorien, Aluhüten, wie wir es auch immer nennen wollen, verbinden. Weil normalerweise hast du halt viele Liberale, die halten aber, die reißen sofort die Hände hoch, geht es um Verschwörungstheorien. Angst, in eine Ecke gestellt zu werden, wo sie nicht mehr rauskommen, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wer will denn recht sein? Wer will denn Antisemit sein? Keiner, ja? Ich liebe meine jüdischen Freunde, die ich habe, heiß und ähnlich, ich arbeite mit denen, natürlich, aber trotzdem muss ich Israel kritisieren und muss mich fragen, was da schiefgegangen ist. Ja, der Unterschied ist eben, und da hilft der Libertarismus, man kritisiert ja die Regierung. Ja? Und deswegen auf deine Frage, genau andersrum muss man es nämlich sehen, diese, meiner Meinung nach, müssen sich drei Bewegungen vereinigen. Das ist die Wahrheitsbewegung, das ist die libertäre Bewegung. Was haben die gemeinsam? Das sind die Lügen. Es sind immer Regierungslügen. Mhm. Immer. Das heißt, es liegt dann ganz nahe zu sagen, okay, alle Regierungen lügen. Ja? So wie du es hier vor 10 Jahren schon in dem Lied gesagt hast. Ja? Lass mich in Ruhe, Staat. Und das, meiner Meinung nach, die dritte Bewegung, das habe ich auch noch nicht gesagt, da wird sich so manche jetzt freuen, ja, sind die spirituelle Bewegung. Ja? Und zwar nicht die Amtsreligionen, ja, nicht die Katholiken oder die Evangelien, sondern Leute, die eben spirituell denken, egal welchen Glauben sie jetzt genau haben, ja, und zwar aus welchem Grund. Weil der libertäre Grundsatz, ja, niemand anderem zu schaden, das ist das Gebot der Nächstenliebe. Und den gibt es in Wirklichkeit in jeder spirituellen Lehre, also in jeder Religion und in jeder spirituellen Lehre. Das ist der Grundsatz, die Nächstenliebe. Und wenn man diese drei Bewegungen vereinigen würde, boah, ob man die noch aufhalten kann, weiß ich nicht. Du hast vor 2-3 Jahren im Frühstücksfernsehen gesagt, dass Deutschland kein souveränes Land sei. Wie kommst du zu dieser Aussage? Also da muss ich mal ein bisschen ausholen, weil es war eigentlich von langer Hand geplant, aber dass die mir diese Frage stellen, damit konnte ich nicht rechnen. Ich habe ja keine Gewalt über die Moderatoren, die da sitzen. Ich hatte aber ein T-Shirt an, das habe ich aber gar nicht ohne Jacke tragen wollen, weil mir das schon ein bisschen zu aufrührerisch war. Aber ich saß eigentlich in einem T-Shirt da, wo drauf stand, Freiheit für Deutschland. Ja. Und das hat sie aber nicht sehen können. Das hat sie gar nicht sehen können. Ich habe es dann, glaube ich, später, als wir den Song gesungen haben, ist, glaube ich, ausgezogen, die Jacke. Aber, und dann hat sie mich gefragt, sind wir eigentlich frei in Deutschland? Dann muss ich erst mal kurz Luft holen. Okay. Dann habe ich natürlich gleich die Sachen gesagt, von denen ich denke, dass jemand, der in Mannheim aufgewachsen ist, sie auf jeden Fall belegen kann, weil man natürlich sieht, da gibt es die besten Grundstücke mitten in Mannheim, gehören den Amerikanern. Ja? Wir können erst jetzt, wir haben da nebendran schon lange ein Grundstück und haben das gesehen. Ich habe ja jahrelang den Zapfenstreich um 5 Uhr gehört, ja? Von den Amis, ja? von dieser Garnison oder so. Also Mannheim ist lange, lange Zeit besetzt schon und wir haben das mitgekriegt und dementsprechend
war mein Weg irgendwie vorprogrammiert. Ja. Also wir haben das bei den Söhnen schon ganz früh angelegt, uns darum zu kümmern, dass Deutschland und die Welt und irgendwie, was wir halt machen können, dass das frei wird, dass wir uns echt mal, dass wir die Trauben ernten und den Wein trinken. Das ist unser Grundsatz. Hast du die danach gefragt, warum sie das gefragt hat? Weil es ja ganz, eine ganz komische Frage. Nee, ich habe da kam es gar nicht mehr dazu. Ich habe es einfach nur genossen. Also ich selber sehe das ein bisschen anders. Ich kann das nachvollziehen, auch warum ihr das sagt. Die Gefahr, die ich dabei aber sehe, ist, dass wenn wir da von Souveränität sprechen in dem Zusammenhang, dass die Leute, die dann souverän werden würden, das wären nur die Berliner, wie ich sie gerne nenne, die Berliner Staats- und Raub- und Saugkrake. und das hatten wir schon 5-mal jetzt. Also das hatten wir vor Bismarck, mit Bismarck, Weimarer Republik, den Nazi-Kram und mit der DDR nochmal. Und ein 6. Mal. Du, ich verstehe, was du meinst, aber ich rede gar nicht von Fakten schaffen oder von irgendwas danach. Ich möchte jetzt Ordnung. Ja. Ich möchte nicht einfach auf diesen Sauhaufen weiter drauf aufbauen, sondern ich möchte, dass das geklärt wird. Was ist mit der Restitution? Ja, was hat Constanze Paffrath, hat ihre Doktorarbeit darauf aufgebaut, auf die Lügen von Herrn Kohl? Und auf dieses Restitutionsproblem. Warum können die Menschen, denen das Land vorher gehört hat in der DDR, das Land nicht zurückbekommen? Ja, weil es nicht geht. Ja, ich habe da halt nur die Problematik gesehen, dass nicht wir als Bürger der Einzelne souverän wird, sondern nur... Da muss man vorher dran arbeiten. Verstehst du? Das wird ja nicht von heute auf morgen passieren, sondern wir müssen ja jetzt immer noch viel, viel Arbeit leisten, um zu unseren deutschen Mitbürgern vorzudringen und denen mal zu sagen... was hier wirklich abläuft und dass keiner von uns frei ist. Und dass es nicht darum gehen kann, dass wir denken, es ist doch alles super, wir sind reich wie noch nie, sondern mir geht es darum, dass ein paar Kilometer, 70 Kilometer neben mir in Kaiserslautern, in Ramstein, sitzt irgendein Soldatenamerikanischer, der hier Drohnen bedient. Ja? Ja. Und aus unserem Land, und ich zahle dem noch 30 Milliarden oder was weiß ich, wie viele Milliarden im Jahr, dass der aus Deutschland Menschen abschießt. Nee, wirklich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich brauche auch keine Atombomben, die da liegen. Und den ganzen Wahnsinn, den können sie alles mitnehmen. Und ich liebe die Amerikaner. Die Amerikaner sind gute, liebe Menschen. Aber diese Regierung, die sich da ausgesucht haben, ist der Wahnsinn. Oder leider immer wieder vorgesetzt bekommen. Genau, die ausgesucht werden, von denen, die sie finanzieren. Genau. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Wie stellt ihr euch das vor? Wir haben uns heute überlegt, dass ich vielleicht, wenn der Oliver seinen Buch zum Hörbuch verwandeln lässt oder verwandelt, dass ich vielleicht ein Kapitel oder zwei lese. Und ich singe raus. Nee, ich singe immer. Die Bücher, die ich singe, ist das Telefonbuch. Das habe ich mir schon oft gewünscht. Ja, aber ich glaube, wir haben alle dabei. Also Oliver hat wahrscheinlich auch schon viel riskiert. Du riskierst viel. Ja, ich wollte da noch was einbringen. Also es ist ja im Moment mit den Mahnwachen, wo du ja noch nicht gespielt hast oder da warst. Die wird ja im Moment zersetzt sozusagen oder gesplittet. Und ich möchte eigentlich, wollte auch ein Video dazu machen, vielleicht mache ich das auch noch, was mein Vorschlag wäre, man braucht ja ein gemeinsames Motto, was aber nicht so sehr Larifari ist. Ja? Mhm. Zum Beispiel, das Motto ist natürlich schön, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Nur Frieden ist klar, dass wir den alle wollen. Freiheit versteht jeder was anderes und Gerechtigkeit auch. Und mein Vorschlag wäre, dass man in die Offensive geht und sagt, das ist ja eigentlich eine Wahrheitsbewegung, dass man sagt, das sind die Wahrheitsmahnwachen. Ja? Und zwar ist man dann konsequent für Meinungsfreiheit. Und der Vorteil dabei wäre, diese Bewegung wäre nicht mehr zu spalten, weil man sagt ja, jeder darf seine Meinung sagen. Und sobald einer behauptet, nee, der darf sie nicht sagen, dann stellt er sich außerhalb der Bewegung. Also wenn da Leute herkommen und Unterschriften sammeln, dass ein Bestimmter nicht sprechen kann, dann sage ich, ihr habt die Regeln nicht verstanden. Mhm. Ja? Natürlich gibt es nicht die eine Wahrheit. Also die eine Wahrheit ist meiner Meinung nach das Gebot der Nächstenliebe. Das ist die eine Wahrheit. Ansonsten gibt es natürlich zu jedem Thema verschiedene Blickwinkel. Aber dass wir belogen werden, also wenn man das nicht thematisiert, dann kann man aufhören. Und das sollte eigentlich das Thema sein, Schluss mit den Lügen. Und dann könnte man die Bewegung wieder einigen. Auch was das passieren wird, ne? Ja, zum Abschluss möchten wir dir auch noch ein kleines Geschenk machen. Du hast ja schon früher immer sehr viel von Liebe und Frieden gesungen. Yeah. Da schenken wir dir jetzt mal ein Shirt und jetzt kommt auch noch die Freiheit dazu, weil ohne das ist alles andere nichts. Sehr schön. Damit du natürlich nicht leer ausgehst,
Nur deswegen haben wir auch dieses Interview gemacht. Ja, genau. Das sind die Shirts der European Students for Liberty Konferenz, wo wir auch gerade noch am Film sind oder gefilmt haben heute, den Tag über. Und da haben wir mal was mitgehen lassen. Ja, mitgehen lassen. Es gibt es dort kostenlos, okay, weil umsonst ist ja nichts. Dann hoffen wir mal, dass wir uns in Zukunft alle nochmal wieder treffen. Auf jeden Fall. Danke für die Zeit. Ja, danke für deine Zeit. Danke. Danke für deine Zeit auch. Sehr gerne. Danke. Super, super. Sehr gerne. Ja. Wunderbar. Ihr macht auch bitte weiter die wichtige Arbeit. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, sehr gut, nichts zu tun, ne? Wir haben jetzt einmal damit angefangen, jetzt können wir nicht mehr aufhören. Das läuft. So ist das.